Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind im Quest hinter Gittern, weil ich freiwillig durch ein Verbrechen, dass ich in die Rüstkammer gegangen bin und da Truhen geöffnet habe, ins Gefängnis gegangen bin, um zu gucken, was passiert dann eigentlich. Und jetzt schleichen wir uns einfach nochmal hier rum und ich blöde, hatte das letzte Mal die Dolche nicht ausgerüstet. Das war leicht doof. Das Problem ist, dass die jetzt hier voll rumkommen, ne? Scheiße, was mache ich dann? Komm jetzt rum. Oh nein, oh nein. Ja toll, der kommt jetzt hier runter oder was? Nein, ich sehe das Auge, wie es runterkommt. Dann sieht er doch, dass ich hier frei bin. Ich stell mich mal hin, als wäre nichts. Hallo. So sieht man, ob die einen sehen oder nicht. Wenn wir da an diesem... Okay, der kommt voll rum. Er kommt rum. Okay. Könnt ihr mal bitte eine andere Runde machen? So woanders hingehen und so. Aber vielleicht soll ich die auch töten, weil ich habe ja die Dolche bekommen. Vielleicht geht das auch gar nicht anders. Aber ihr dürft trotzdem gerne mal oben weggehen. Vor allem du hier unten nervst mich gerade ein bisschen. Ja, du hast alles abkontrolliert. So, der geht jetzt hier lang und sieht mich. Aber ich bin ja in meiner Zelle. Auch wenn sie offen ist, ne? Ist ja egal. So, ich laufe mal hinter ihm her. Kann ich ihn schön von hinten und so. Kann man wahr sein? Ich habe Dolche und ich kann mit denen nicht ihn fertig machen. Die nehmen gar keinen Schaden. Warum? Warum? Warum nehmen die keinen Schaden? Vielleicht gehört das zum Quest einfach. Oh ja, dann will ich sterben. Warum, warum, warum? Warum kriegt man denn dann die Dolche, wenn das nicht geht? Die haben ja null Schaden bekommen. Gut, die Waffen sind jetzt nicht gut. Die sind natürlich kein Vergleich zu unseren alten, aber irgendwie wundert mich das trotzdem. So, ich bin wieder falsch hier. Sag doch mal was. Eindringlinge! Ja! Ja! Ja, ich... Eindringlinge! Ja, komm schon! Nimm mich gefangen. Ich muss immer erst eine blöde Truhe öffnen, damit das geht. Hallo, es ist sehr leicht. Es muss jetzt mal aufgehen. Mann. So, komm. Ihr da, halt! Ab ins Gitter. Ja. Bla bla. Warum hat das jetzt nicht geklappt? So, ich nehme wieder die mysteriöse Nachricht, die hier irgendwo liegt. Wo ist sie denn? Da. Und natürlich den Rest. Wir können uns auch ins Bett legen. Wo sind meine Sachen? Krempel, hier. Dann rüste ich die aus, die primitiven Dolch mit 8 Schaden. Vielleicht liegt es, wie gesagt, auch daran, dass die Grimms Spezialist beim Gebrauch einer zeitgesteuerten Explosion aus, welche die Aufmerksamkeit von Feinden in der Nähe auf sich ziehen kann. Ja, okay. Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. Gott, beeil dich. Schnell da lang. Da ist nämlich keiner. Ah. Okay. So, ich war ein bisschen schneller. Hier ist einer. Gefangen. Stellt euch einfach vor, ihr organisiert einen Gefängnisausbruch. Dann fällt euch die Flucht gleich viel leichter. Was ist hier? Können wir da hin? Nee. Oh, da ist eine Wache. Mit den Kisten kann man sich natürlich wenigstens noch verstecken. Ich weiß nämlich nicht, wie ich jetzt weitermachen soll hier. Ah, lasst mich einfach hier raus, dann zeige ich euch. Hört zu, ihr könnt alles haben, was ihr wollt. Holt mich einfach nur hier raus. So.
Scheiße, da kommt einer jetzt rum. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Komme ich da hinten irgendwie lang? Weil, ich meine... Okay. Hier ist gerade keiner. Hört zu, ihr müsst einfach nur den Hebel finden, mit dem die Zellen verriegelt werden. Hört zu, ihr müsst einfach nur den Hebel finden, mit dem die Zellen verriegelt werden. Scheiße, dann lassen wir die alle hier raus. Oh, nein. Scheiße. Hebel finden. Wir laufen mal. Lass mich. Warte, ich muss hier lang. Oh, 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 oh. Hier ist irgendwas. Du hast deine Ausrüstung. Yay. Yeah. Oh, jetzt könnt ihr mich aber mal hier. Ja. Ja, das ist eine... Spaß mit euch. Alter. Man muss auch einfach mal wissen, das wäre. Verbrechen begann. Mord, Mord, Mord. Boah, wir haben die alle ermordet. Scheiße. Adessa, Gefängnisschlüssel. Ah, und dann hätte man die bestimmt auch klauen können. Mhm. Da sind die natürlich jetzt alle. Und dann kann man jetzt hier auch mit Dietrichen, könnte man auch... Gut, wir haben jetzt mehr Dietrich jetzt vor, weil es unser Kram ist. Das hätte man doch irgendwie auch anders schaffen müssen. Dass einen keiner bemerkt und so. Hier ist der Hebel. Boah, und dann kommen die alle frei. Oh Gott. Die sind jetzt alle frei, oder was? Scheiße. Ja, Diebstahl, bla bla bla. Guck mal, hier laufen die alle lang. Oh, krass. Hi. Ach so, weil das Gefangene sind, dürfen wir ja auch jetzt gegen ihn kämpfen. Also wir kämpfen gegen alle, wir kämpfen gegen... Boah, ich bin voll der Mörder jetzt gerade. Ja, ja, kommt ruhig alle. So, dann kommt man hier raus und hat das geschafft, ne? Das ist aber nicht so irgendwie ganz glücklich gelaufen. Das ist ein Gefangener. Du wirst auch tot. Ist mir egal, ob ihr hier alle arbeitet. Geformter Stein. Aha. Was haben wir denn jetzt hier so alles? Ich weiß gerade nicht, ob ich das alles nochmal machen will. Um dann zu wissen, ob das geht, dass man halt wirklich ganz unbemerkt das schafft. Aber ich finde es echt schwierig, weil überall sind ja Wachen. Ich glaube schon, dass man das schafft. Und dann muss man halt irgendwie... Weiß ich nicht. Ich will das eigentlich nochmal wissen. So, schon krass. Hier voll der Mörder und so. Wo war das jetzt? War das in der Mine oder... What? Oder können wir uns nochmal irgendwie bewusst töten lassen, damit das geht? Die hat auch noch eine Strohpuppe. Aha. Ja, aber ich habe irgendwie nichts, ne? Was ist denn, wenn ich jetzt hier rausgehe? Oh, dann bin ich hier die gefeierte Heldin von Messenger. Oh, es sind alles jetzt Feinde. Wir sind alle gegen mich. Ihr da, halt! Ja, dann kann ich ja wieder ins Gefängnis gehen, ne? Ab ins Gefängnis mit euch! Ja, ich habe ja auch ein paar Leute gerade umgebracht. Die ganze Stadt war gegen mich. Okay, also man kommt dann wieder ins Gefängnis. Das ist irgendwie total hohl. Hinter Gittern, um diese Quest zu verfolgen. Wir sind jetzt genau an demselben Punkt wie vorher? Das ist doch Panne, oder? Hä? Tja, also, ich hatte halt jetzt nicht nochmal gespeichert. Aber wenn ich jetzt hier nochmal in die Minen gehe, dann, ich den ganzen Kram jetzt nochmal machen, nur um das Verbrechen gelöscht zu haben. Wobei auch man dafür, glaube ich, bestimmt eine Errungenschaft bekommt, dass man da voll der Mörder geworden ist oder so. Kann man ja alles machen, wenn man will. Das bedeutet, dass wir das mit den Bandruhen gerade nicht gemacht haben, noch ein zweites Mal, aber das ist ja auch Lachs. Ich möchte das jetzt nochmal schaffen.
Wir sehen uns nochmal wieder im Gefängnis. Noch eine? Auf den dritten Versuch, das ist das, dass ich diesmal unbemerkt vorbeikomme. Ich möchte wissen, was dann passiert. Dass man unbemerkt halt rauskommt, ohne dass es einer bemerkt hat. Das wäre, würde ich ganz cool finden. Bis gleich. So, da bin ich schon wieder mal wieder im Gefängnis. Und wir laufen jetzt einfach mal wieder los. Oh, das wird aber blöd jetzt hier, weil die hier jetzt um die Ecke kommen. Da kommt ja einer. Der kommt da. Das war's schon wieder, das gibt's doch nicht. Oh. Ah, wenn ich hier immer wieder in die Zelle zurückrenne, dann ist alles okay, weil ich da hingehöre. Ach so. Ja, aber wenn die da oben alle stehen, na, was mache ich denn dann? Kann ich ja schon wieder ewig warten, bis ich hier weg kann. Das ist so doof. Brech die Suche ab, doch bleib wachsam. Ach so. Die haben gemerkt, dass was nicht stimmt. Okay. Der geht weg. Warum muss der denn jetzt hier nach unten kommen? Blöd. Komm, dreh wieder um. Wenn ich hier in meiner Zelle bin, ist ja alles in Ordnung. Ob die nun offen ist oder nicht. Das ist so doof. Tja. Kann ich nichts machen. Er kommt ja jetzt hier rum. Der darf mich auch ruhig hier sehen. Weil ich bin ja hier. Ich bin ganz brav. Ach, das merkt er. Warum? Hallo? Und dass ich die nicht töten kann, regt mich auf. Regt mich einfach auf. Tja, Leute, ich weiß auch nicht. Irgendwie kann ich hier rumlaufen, wie ich will. Ach, das merken die schon wieder nicht. Kapiere ich nicht, ne? Dass die das nicht merken. Aber okay. So. Wenn man es denn schafft, am Anfang an den unbemerkt vorbeizukommen. Das ist bestimmt irgendwie möglich, aber... So, jetzt haben wir unsere Sachen wieder. Prima. Was ist da noch? Das darf ich ja alles nicht nehmen, weil Diebstahl. Okay. Gut. Dann komme ich doch hier einfach unbemerkt raus. Oder komme ich nicht unbemerkt raus? Den Hebel werden wir natürlich uns hüten zu betätigen, wegen den ganzen Gefangenen. Und dann kommen wir wieder nach Odessa raus und... Sind jetzt alle gegen uns? Scheiße, ja. Ups. Dies ist das Gefängnis von Odessa. Zum Wohle der Öffentlichkeit. Also die meisten davon sind jetzt unsere Feinde. Das ist irgendwie leicht scheiße. Ja. Dann bemerken die, dass wir aus dem Gefängnis gekommen sind und das war's dann. Ah, dann darf wirklich... Das darf keiner merken. Das darf keiner merken, dass man entkommen ist. Sonst wird das nichts. Und dann ist der Quest halt auch geschafft. Hinter Gittern. Und das heißt, man soll die Ausrüstung finden. Da steht aber irgendwie nicht... Da steht ja sonst nichts. Deswegen ist es ein bisschen komisch. Der bemerkt uns jetzt gleich. Das Problem ist, dass die da halt rumkommen. So, der dreht wieder eine Runde weg. Oder was? Oh, jetzt dreht er wieder um. Ich meine den Roten da oben, der da oben im Norden rumlungert. Wenn der nicht weggeht, kann ich natürlich da auch nicht vorbei. Aber an den unteren natürlich auch nicht. Und hier muss ich mich natürlich hüten. Und nicht so wie das letzte Mal. Das ist echt, also, was ist das für eine Quest? Und schafft man das überhaupt? Keine Ahnung. Sollte man ja eigentlich nicht schaffen wollen, aber okay. Einfach mal aus Spaß so ein bisschen hier Quatschi machen. Oh, wie mich das nervt, dass die so lange immer brauchen, wenn die dann hier runterkommen. Das letzte Mal hat er mich ja nicht bemerkt, als ich in der Ecke stand, aber irgendwie... Ja. Ob ich nun hier stehe oder da? Ich kann mich nicht so richtig verstecken. Das ist das Problem. Oh. Ja, dreht eure Runde. Geh weg. Der geht auch weg. Sehr schön. Ja, das wird nix. Tschüssikowski. Kommt schon, geh. Geh du da hinten. Oh Mann, jetzt kommt er wieder rum. Und dann sieht er mich wahrscheinlich. Und dann sieht er, dass das Tor offen ist.
Und dann bin ich wieder dran. Also ich krieg das irgendwie gerade nicht so richtig gut hin. Nur ganz am Anfang. Also vorhin hatten wir es ja auch per Zufall einmal. Okay, er hat mich bemerkt, aber egal. Und dann habe ich das ja auch geschafft. Mich hier hinter den her. Und jetzt muss ich wahnsinnig viel Glück haben, dass er sich nicht nochmal umdreht. Weil dann schaffe ich das, hinten rumzukommen, ohne dass mich einer bemerkt. Das ist ja das Ziel. Taschendiebstahl. Okay. Nein. Bemerk mich bitte nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Nein. Oh Gott, nein, nein, nein. Nein. Das war blöd. Aber wenn ich an ihm links vorbeigegangen wäre... Merkt ihr was? Entspannt euch. Entspannt euch. Ich bin gar nicht da. Ich habe da so meine Ecke gefunden. Wehe, du kommst jetzt hier wieder rum. Ich hasse es, wenn du... Oh, ich hasse es, wenn er hier rumkommt. Er ist immer der eine, der hier so seine Runde läuft. Wenn der nicht wäre, würde ich schon 100 Mal da rumkommen. Ich sehe niemanden. Ich bin ja auch nicht da. Da, 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 da. Kommt. Schön. Schaffen wir das nochmal? Ich muss irgendwie da an ihm vorbei. Das gibt's doch nicht. Boah, war das knapp. War das knapp. Leute. Das hat er nicht bemerkt. Wie mache ich das jetzt mit dem? Guck mal, die dürfen das ja merken. Was hat der? Taschentalisman. Mit 6%, aber das ist ja egal. Sind ja selber gefangen, ne? Oh mein Gott, was mache ich hier? Man darf sich so langsam vor... Ich weiß nicht, wann er sich umdreht. Das ist das Problem. Wann dreht er sich um? Weil dann bin ich hier im Eimer. Dreh dich nicht um. Der Plumpsack geht rum. Aber hier bemerkt er mich doch voll. Wo geht er lang? Nein! Der wird mich sehen! Scheiße! Oh nein! Oh, ich war so weit gekommen. Ganz ehrlich, hier oben lang. Ah, oh, ich weiß auch nicht. Bin zu ungeduldig oder zu schnell. Ich nehme alle meine Sachen. Leute, ist mir doch egal. Lasst mich. Nein. Ja, ich hab's nicht geschafft. Lasst mich mal in Ruhe. Ich meine, ich habe meine Sachen bekommen. Ich jetzt einfach mal so eine Runde zurücklaufe. Ich weiß gar nicht, wie schlau die sind hier. Das, also wann, was ich machen muss. So. Dann kommen die zwar hinterher, aber... Ne, wissen schon wieder gar nicht mehr, wo ich bin. Doof, wie die sind. Oder? Doch, die laufen hier hin. So. Feinde waren das ja auch vorher. Ja, ist irgendwie interessant. Wie sieht denn das jetzt mit dem Quest aus? Du hast deine beschlagnahmte Ausrüstung gefunden. Jetzt musst du aus dem Gefängnis entkommen, ohne wieder aufgegriffen zu werden. Ah, okay. Also jetzt geht es eigentlich mehr darum, dass man es schafft, nicht mehr gesehen zu werden im Gefängnis. Das ist natürlich heikel. Und dann muss ich trotzdem da oben lang. Wie soll man das denn schaffen, bitte? Ich gebe auf. Sie ist fort. Aha. Die denken, ich bin fort. Der wird mich sehen. Der wird mich sehen, der kommt hier lang. Oh Gott. Sieh mich nicht. Er sieht mich nicht. Hab ich ein Schwein? Geh da lang. Boah, Alter. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ihr seht mich nicht.
Genau, geh du mal da lang. Nein, 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 nein. Nein, nein. Wenn ich hinter ihm hergehe... Ach, da kommt der Nächste. Das ist scheiße. Oh, die patrouillieren hier viel zu doll. Patrouillieren die jetzt hier so, weil sie mich bemerkt haben? Ich gehe mal hier lang. Was hat er so bei sich? Aber die dürfen ihn nicht bemerkt haben, ne? Jetzt habe ich es mir schon wieder versaut, oder? Vielleicht habe ich es mir auch nicht versaut. Die bemerken mich hier, man läuft in die Ecke, sie ist weg. Ich finde das irgendwie gut. Aber ich muss jetzt leider trotzdem hier einen Cut machen. Wir sehen uns in tatsächlich noch einem weiteren Part von Kingdoms of Amalur: Reckoning, weil ich hier meinen Spaß im Gefängnis habe. Die Leute. Ja, ich gebe die Suche auf. Sehr schön, sehr schön. Ich bin noch im Rennen. Wir sehen uns. Bis dann.